Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zum Fußballmanager 13 mit dem 1. FC Magdeburg. Heute machen wir erstmal weiter hier den Wochenablauf. Und als nächstes kommt dann Union Berlins zweite Mannschaft. Und dann gibt es hier noch ein paar Wechsel. Claudio Pizarro wächst von Bayern zu AS Rom für 500.000 knapp. Jeremy Lawrence, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, glaube aber. Und von daher, lass es einfach mal so. Dortmund hat Interesse an Sakai. Ist, glaube ich, der von Stuttgart. Wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt kommt erstmal Länderspiele noch mit Armenien gegen Weißrussland. Und wir wissen ja, dass für uns Armenien nur zum Geld verdienen da ist. Von daher ist es uns egal. So, dann stellen wir die hier mal kurz auf. Seht ihr auch schon gute Spieler hier vorne, die und sonst einfach keine guten. Ist das eigentlich der Bruder von? Oder so? Nein, ist nicht. Aber hätte ja sein können, dann gehen wir auch nochmal zu Magdeburg. Scouting abgeschlossen von dem da, ich weiß gar nicht woher ich den irgendwie hatte oder so. Auf jeden Fall können wir noch mit den Spielern kurz sprechen. Blum vertragt euch wieder, das ist wichtig. So, du hast gut trainiert. Super letztes Spiel. Und lauter das mal wieder. Hauptsache, wir sind hier wieder im Plus. Ein Stück. Das sollte ja das Wichtigste sein. Die Folge kommt ja am 22. glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Und dann wird in wahrscheinlich bis dahin auch schon die ersten 10 Folgen Formel 1 oder so. Also es wird ja keine Karriere geben. Aber die ersten 10 Sachen von Formel 1, sagen wir mal so. Ich weiß ja noch nicht, was ich ganz genau mache. Und die wird sie auf jeden Fall dann geben. Ja, kämpft um den Ball. Bla bla bla. Taktik noch kurz. Alles hier kurz einstellen. Detailliert. Was weiß ich. Da ein bisschen vor. Wir können ja alles vorschieben. Juckt ja uns nicht. Ob wir hier irgendwie gewinnen oder nicht. So, alles Spiel aufwärmen. Voller Angriff. Aber wir führen eine 2-0, also es ist schon übertrieben, dass wir so führen. Weil wir haben ja bisher alles Spiel verloren. Und von daher ist es echt nicht schlecht. So. Mal schnell hier durch. Weiß nicht, wie schnell der ist. Ja, passt schon. Zieh nach innen. Noch 2-1, aber wir gewinnen. Richtig gut. Endlich mal ein Spiel gewonnen. Dann werden wir wahrscheinlich auch nicht gleich rausgeschmissen. Die Statistik des Spiels ist von uns einer. Ergebnisse, ja, wir haben jetzt. Wir sind nicht mehr letzter, haben 3 Punkte und die Stimmen. Aras Özblitz. Blitz, muss man nur füttern, dann kommt irgendetwas dabei heraus. Ja, und dann gehen wir weiter zum FC Union Spiel. Ablöseforderung, nein. Der hier ist verletzt, ja, den wollten wir ja holen, weil er günstig war, aber pff, der war einfach mal, wollte einfach mal 400.000 Gehalt, glaube ich, also das ging gar nicht.
So, das Trainingszentrum ist fertig. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir haben. Ja, jetzt können wir auch hier ein bisschen Trainingsplätze ausbauen. Polito fällt aus. Ach man, jetzt ist der auch wieder weg. Ist jetzt natürlich nicht so schön, aber kann man nichts machen. In der ersten Liga ist weiter Dortmund vor, dann Schalke, Hoffenheim und unten Augsburg, Paderborn und Hannover ist letzter. Aber das sieht nicht so gut aus. So, also ja, wir sind die stärkste Mannschaft in der Liga, also sieht man nicht so oft von uns, haben das Hinspiel 1-0 verloren. Topspiel ist Babelsberg gegen Berliner K, also wir gegen Union Berlin und Hertha, zweite Mannschaft gegen Auerbach. Ja, dann sind wir da, Polito muss wieder raus für Beil, da kann dann Beck mit. Nachrichten, Nennhube ist wieder fit, okay. Noch kurz hier alles durchchecken. Dann sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Nennhube ist wieder fit, dann können wir den reinnehmen für Puttkamer. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar verkaufen, also es geht gar nicht. Ja, es ist zu. Es ist einfach, geht nicht. Was weiß ich für. Der ist 24 wert, vielleicht für 25 irgendwo hin. Nach Lübeck. Glaube, das wird schwer hier irgendeinen zu finden. Aber ihr könnt es ja mal versuchen. Genauso wie in der Neumann, der muss auch eigentlich weg. Aber okay, die Taktik habe ich schon angepasst. Von daher würde ich sagen, gehen wir einfach mal in das Spiel und das machen wir diesmal im Textmodus. Das ist auch eingestellt schon. Und wir werden sagen, wir werden nicht verlieren. So, das sind wir. Erstmal gelbe Karte für Sivkes. Ecke von links, René Lange. Patzler kommt raus für den Backfang und zögert gegen Sivkes. Und er gewinnt das Kopfballduell und macht das Tor. 1:0 in der 8. Minute für uns. Ein Schussversuch von, oh Gott, Skripinski aus Elfmeterkantischer souverän entschärfen. Extrem weiter Einwurf von Hamann von Rechtsseite in den Strafraum. Das ist fast eine Flanke. Sivkes verlängert. Und Jovanovic macht das 2:0. Vom Innenpfosten über die Torlinie. Fritsche riskiert ja einen Strafstoß. Da hat er Glück, dass Schiri nicht auf den Punkt zeigt. Aber es läuft gut. 15 Minuten vorbei. 2:0 für uns. Besser kann es gar nicht laufen. Mykhaljevic flankt von rechts in der Mitte, hat Handke zunächst Probleme zu klären, aber bereinigt dann die Situation. Doch noch.
Was die auch für einen Namen haben. Milinokowski kriegt die gelbe Karte und Beil auch gleich hinterher. Da kann man schon mal ein bisschen hier die Leute aufwärmen. Ein Schuss von Jovanovic wird von Trapp zur Ecke abgeblockt. Ecke von links, von rechts, René Lange. Aber der Torhüter kommt souverän heraus und hat den Ball. Freistoß von rechts, René Lange wieder. Patzler bleibt auf der Linie und Ball verpasst im Getümmel nur knapp. Jetzt die Ecke von links, kurze Variante, Vitaretti verzieht aber über das Tor. Etwas ungenaue Reingabe von Siefkes, aber Blum bekommt den Ball trotzdem irgendwie in Richtung Tor. Aber der Torwart hat keine Probleme. Fribertz passt auf Lange, der von der linken Seite sofort zu Jovanovic weiterleitet. Der überwindet den Keeper, doch er befand sich zuvor in Abseits. Fast ein Traumtor von Vitaretti, das spoilert der FM mal wieder. Nach einem Doppelpass mit Jovanovic kommt der Mittelfeldspieler in zentrale Position vor dem Strafraum zum Schuss. Mit einem herrlichen Hebel überlistet Vitaretti Torhüter Patzler. Aber der Ball fliegt um Zentimeter über die Latte. Riesenaufregung in Magdeburg, was ist jetzt? Ball. Erneut mit dem Foul, bitte keine gelb-rote, bitte. Zum Glück. Den werde ich wahrscheinlich dann spätestens 60. Minute so auswechseln. Ist mir dann auch zu gefährlich. So, Halbzeitansprache. Hier und heute gibt es für uns nur noch den Sieg. Wir können hier Siefkes loben, Blum loben, Hamann loben, aber auch ein bisschen hier motivieren. Und dann geht's rein. Mücker Levic prüft Tischer aus 13 Metern, aber Tischer ist sicher. Oder reagiert gut. Eine vermeintliche Abseitsstellung von Vitaretti wird zurückgepfiffen, aber es war wohl gleiche Höhe. Ecke von links, René Lange. Lange schlägt eine Ecke auf Höhe des Elfmeterpunkts, wo Teute Batzler nicht entscheidend genug herauskommt. Aber hat Glück, dass Fribertz das Kopfball am Pfosten vorbei rauscht. Und jetzt werden wir auch Beil rausnehmen. Gelb jetzt für Maurice Trapp. Aber ich glaube, mit dem 2 zu 0 kann man zufrieden sein, wenn es so ausgeht. Wegen mir können sie ja noch ein paar Tore mehr schießen, aber ich würde gerne mal ohne Gegentor aus dem Spiel gehen. Ein gefährlich vorgetragener Angriff des 1. FC Magdeburg, aber dann Jovanovic mit einem unkonzentrierten Abschluss. Wieder Ecke von Lange. Aber Patzler kommt da raus und fängt die Ecke sicher. Siefkes kommt jetzt auch noch raus.
Und dann haben wir alles ausgewechselt. Aber Union kommt nochmal. Hundertprozentige Chance. Koch verlängert einen Weitball auf Strüppelski. Der schüttet Handke im Laufduell ab. Und vollendet flach in die lange Ecke. Stark 2 zu 1. Nur noch. Und es sind noch 9 Minuten zu spielen. Regulär. Und da kann sich noch alles wieder drehen. Und da kommt die Chance nochmal. Ecke von links. Mykhajevic. Tolles Luftduell zwischen Koch und Reinhardt. Aber Reinhardt kann sich durchsetzen. Und Schlusspfiff. Wir gewinnen mit 2 zu 1 gegen Union Berlins zweite Mannschaft. Best 22 ist mit 1,5. Ich glaube, das hilft ihm auch, dass er jetzt wieder auf rechtem Mittelfeld spielt. René Lange heute auch gut. Die ganze Abwehr eigentlich sehr gut. Und ja, die Einwechslung, da war Beck noch mit der 3,5. Statistiken. Wir hatten mehr Chancen, deutlich mehr Ballbesitz, also Sieg ist verdient, Spieler des Spiels ist Siefkes. Und die Ergebnisse, das freut uns natürlich. Babelsberg spielt 0 zu 0 gegen Berlin AK, also nach unserem Unentschieden jetzt auch mit nochmal 0 zu 0, also ich glaube, da geht vielleicht doch noch was für uns. Zwickau spielt 1 zu 1 gegen Jena. Wacker Nordhausen 1 zu 1 gegen Halberstadt. Dynamo 1 zu 1 gegen Meusewitz. Herthas zweite Mannschaft gewinnt 1 zu 0 gegen Auerbach. Wir gewinnen 2 zu 1 gegen Union Berlin, zweite Mannschaft. 1899 Berlin gewinnt 3 zu 0 gegen Plauen und da geht es jetzt bergauf. Und Plauen, ja, muss gucken, dass sie nicht absteigen noch. Bulissa Bautzen verliert 2 zu 1 gegen Neustrelitz. Und das war's. Damit die Tabelle unten weiterhin Dynamo, dann Bulissa Bautzen und Plauen. Ist aber noch nur 4 Punkte, also da kann sich noch alles ändern. Berlin ist jetzt so gut. Ein gutes Stück schon weg. Und oben Berliner K. Immer noch 5, 6 Punkte vor Hertha und 8 vor uns. Aber da kann sich noch, das kann sich schnell noch ändern. Verliere heute ist eigentlich Karls Jena von der 3 auf die 5. Die Stimmen. Tief gesagt, als wir in die Kabine gekommen sind, haben wir erst gemerkt, wie viel uns der Sieg bedeutet. Zwei bis drei Leute unter der schreibenden Presse wollten nicht, dass wir gewinnen. Wir wollten diese Leute enttäuschen. Deshalb habe ich auch ein Tor gemacht. Spieltagsstatistik, Blum drin ist Siefkes. Sonst keiner von uns. Teamleistung waren wir heute die zweitbeste Mannschaft. Insgesamt sind wir auch die zweitbeste Mannschaft. Beste Spieler Nikolov, dann Jovanovic und da unten kommen noch Bolido, Beil und Siefkes. Und Fairplay sind wir auf dem vorletzten Platz. Und Bolido fehlt noch 4 Tage und Karten haben wir, also Sperren haben wir keine. Oh, da wollen sogar welche Puttkamer, also den können wir hier unterzeichnen, unterzeichnen. Hauptsache, der ist weg. Da auch noch, dass sie alle den wollen, ist schon komisch. Können wir alle unterzeichnen. Und er wechselt zu Boston United. Mannschaft der Woche, Siefkes und Blum. Ja, Sponsor ist zufrieden.
Hauptsponsor stellt Siegprämie in Aussicht von 1.100 € gegen Budissa Bauzu. Gökçe verlängert seinen Vertrag. Budkamer wechselt zu Boston United. Wo spielen ja die zweite Liga oder so? Achso, es ist England, ja, weil Boston. Weil Boston ist ja USA eigentlich. Oh, okay, ist nicht mein Problem. Und ja. Da gehen wir noch kurz vor bis zum Sonntag, wo dann das Spiel ansteht gegen Budissa Bautzen. Beste Newcomer der Saison, da haben wir keine drin, ne? Von daher ist es unwichtig für uns. Ja, und jetzt geht's gegen Budissa Bautzen, die sind Vorletzter. Ja, Vorletzter. Haben das Hinspiel 13-0 gewonnen. Ich denke, da müssen wir gewinnen, ganz klar. Topspiel ist Berliner K gegen 89 oder 99, wie auch immer, Berlin. Germania Halberstadt gegen Neustrelitz und Union Berlin gegen Babelsberg. Sondern noch News abchecken, wie der Rettier Trainingsziel erreicht. Da kann man dann Dribbling ein bisschen höher machen. Und Boulevardblatt verbreitet Lügen. Ein überregionales Boulevardblatt verbreitet frei erfundene Geschichten über einen angeblich unprofessionellen Lebenswandel von Reinhard. Er reagiert geschockt und verliert 10 Moralpunkte, ganz ehrlich. Ihr wollt mich alle verarschen. Körperlich stärker werden. Super letztes Spiel. Noch ein bisschen hier wieder mit den Leuten sprechen. Ich bin ja einer, der immer versucht, jede Woche alle Gespräche aufzubrauchen. Man sieht sie auch, ich habe schon, jetzt ist es im Februar und ich habe schon 12 Gespräche mit denen hier unten geführt. Aber die meisten sind ja eh nur, du hast gut trainiert. Aber okay, zwei, wir gucken kurz hier noch. Ausstellungsassistent, Jugend, kurz irgendwas durchklickern und dann in die erste Mannschaft. Polido ist wieder fit, da kommt dann mal rein für Beil. Aber Ball kommt rein für Beck. Sonst passt das eigentlich lange, ist ein bisschen unfit. Aber sonst passt die Mannschaft. Und dann gehen wir noch kurz in die Taktik. Wieder 300 €. Und Teamvergleich, gucken wir mal kurz, 20 Einsätze, 6 Tore. Und 18 Einsätze, 5 Tore, dann würde ich sagen, ist der hier gefährlicher. So. Nicht wirklich so eine gute Mannschaft. Und da müssen wir locker gewinnen. Wir hoffen natürlich auf einen Fehler von dem Berliner K mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Schaut in den anderen Projekten vorbei. Abonniert uns. Lasst ein Like da. Haut da rein, bis dann und ciao!